Und zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15, der mittlerweile schon, warte, lass mich mal gucken, 44. schon. Und wir werden heute unser Fotoshooting fortsetzen. Imperiale Präsenz in Leide, die Famoth-Basis fotografieren. Da werden wir doch jetzt gleich mal hinfahren. Automatisches Fahren bitte zum Aufgabenziel. Genau. Fahren wir doch da gleich mal hin. Okay. So, los geht's. Stopp. Ignis, halt mal an. Verstanden. Stopp, stopp, stopp. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Und zwar, wir können Schokobos mieten. Das wollten wir in den letzten Folgen schon machen, bloß ich habe nichts gefunden gehabt. Schokobus mieten. 7 Tage. Dankeschön. So, und weiter geht's. Damit haben wir wieder für 7 Tage ein Schokobo. Schokobo. Fortsetzen. Okay. Wir sind startklar, Ignis. Na dann. Okay. Entschuldigung. Kurz Motor gestartet und dann gleich wieder anhalten. Nicht so gut fürs Auto, aber egal. Hey, sollen wir da vorne ein Erinnerungsfoto schießen? Nein, danke. Zeitverschwendung. Was? Hey, seht mal. Noch eine Basis des Imperiums. Sehen wir nach? Genau dort wollen wir jetzt hin. Und ich weiß gar nicht, was wir dann Kohle dafür kriegen, weil es nicht da stand. Eine Questbelohnung. Aber ich denke mal, dass wir einiges bekommen werden. Hallo, kannst du mal ein bisschen anhalten? Kannst du mal anhalten? Ja. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Ist ja nicht weit. Und wenn es weiter wäre, wir haben jetzt unser Schokobo, Leute. So, ich bin ja gespannt, was uns jetzt hier erwarten würdet. Oh, was ist das? Herz für Tiere? Nicht mit mir! Nicht jammern! Kopf! Okay, da ist ein Mech. Den Mech lassen wir aber lieber mal. Ich weiß nicht, verfolgt uns der? Ja. Nee, der bleibt da stehen. Können wir hier bitte gleich ein Foto machen, bitte? Ein Foto, bitte. Achtung, Aufnahme! Okay, weiter geht's. Sehr gut. So. Aufgaben. Imperiale Präsenz von der Kay. Schauen wir doch mal, wo das auf der Karte ist. Können wir da... Ah, das ist unten. Da können wir eh gleich mit dem Regalia hinfahren. Zurück zum Regalia, zum geparkten Auto zurückkehren. Ja, bitte. Und ich habe es jetzt rausgefunden, wenn wir zu den Standorten selber hinfahren, also zu den Plätzen und nicht gleich zu der Quest. Die Quest ist vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Meter weiter. Da können wir uns das ganze Gefahr sparen. Ich zeige euch jetzt mal was. Da sich Gegner in der Nähe befinden, kann die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Oh, was ist denn hier los? Was denn? Die da, oder was? Na komm. Machen wir die schnell down. Klappe zu, Monster tot. What the fuck? Alter. Okay. Ignis braucht mal was. Okay, weiter geht's. Was ist denn jetzt hier? Ich bin verwandelt. Ein Frosch. Was ist da los? Alter, was ist denn los? Ich bin am Verhungern.
Okay. War ja auch ein harter Kampf. So, alles gut. Geschafft. Dann würde ich sagen, automatisches Fahren. Und zwar, wo ist die Basis? Die Basis ist hier unten. Karte. Und zwar möchte ich einmal bitte hierher. Was? Diesen Ort als Ziel für den automatischen... Was? Ach. Ja, Ortschaft. Oh, nee, oder? Ich hab gedacht, ich kann da hinporten. Los geht's. Wie weit ist denn das weg überhaupt? Ja, okay, 3 Kilometer, das geht jetzt noch, würde ich sagen. Dann schauen wir uns halt die Landschaft ein bisschen an, oder? Ist auch nicht schlecht. Mal ein bisschen Musik an. Hier ein indischer Hip-Hop oder was? Sieht wirklich besser aus als der Pro. Ich wollte es ja eigentlich nicht glauben. Ich hätte mir die Pro auch so gar nicht geholt. Aber das Angebot von GameStop war eigentlich, konnte ich nicht widerstehen. Da musste ich eigentlich zugreifen für 99 Euro. Okay, natürlich musst du sehen, hast die alte PS4 abgegeben und hast noch 2 Spiele mit dazu gegeben. Kosten ja auch Geld, auch die PS4 kostet Geld. Aber ich glaube, dass man sich bestimmt um die 150 Euro sowas gespart hat, wenn man sie regulär im Geschäft gekauft hätte. Und ja... Dann wären es somit noch 250 Euro und da musst du eigentlich zugreifen für das Geld. Berg. Nein, wir machen kein Foto. Nein, nein. Vielleicht deine Speicherkarte mal leer machen, die ist eh schon voll. Ja, ja, vielleicht. So, 2 Kilometer noch. Fährt er denn lang? Da hinten ist das Ziel. Also Landschaft sieht auf jeden Fall richtig nice aus.
So, 700 Meter. Haben wir uns die Landschaft auch wieder mal ein bisschen angeschaut. Ist auch mal nicht schlecht. Wär's mit einer Pause. Ich will aber gleich schauen, dass wir weiterfahren. Aber erst tanken wir. Tanken wir voll die Huddel hier. Hm. Yep, danke schön. Einsteigen bitte. Automatisches Fahren. Hä? Ach, zum Aufgabenziel. Yep. Lasst nichts liegen. Okay. Oh, schon 17 Uhr. Nee, warte mal, wir brechen ab. Können wir abbrechen? Abbrechen! Wir brechen ab. Ist doch schon 17 Uhr. Wir übernachten schnell nochmal. Weil wir das sonst wahrscheinlich nicht schaffen werden. Ah, da ist das Bett. Geh weg da. Übernachten. Yep. Ab ins Bett. Hm. Okay. Sehr gut, das ist 6 Uhr morgens. Und wir fahren weiter. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. So, und schauen wir gleich mal, ob wir ein schönes Foto machen können. Von der Basis. Machen wir hier halt. Wahrscheinlich kommen jetzt hier gleich wieder 2 Milliarden Gegner. Mal Foto bitte. Das war mir klar. Da oben! Feinde! Das war mir klar. Nie hat man seine Ruhe. Das stimmt. Los, packen wir's an! Jo! Reicht eine Minute? Ade. So lang brauchen wir. Das machen wir noch mit links! Ja. Großartig noch! Kinderlach! Schluss mit dem Elend! Verschwinde! Okay, ging doch. Aber jetzt würde ich nochmal schnell schauen wollen. Und zwar... Magie. Wir machen uns nochmal ein Blitzelement. Legen da nochmal ein bisschen was dazu. Was können wir dazulegen? Legen wir das hier dazu. Genau. Alles klar. Super. Jetzt machen wir das Foto aber wirklich. Fotozeit.
Los! Das nächste Foto wartet schon. Alles klar. Ich hoffe, wir können jetzt hier einsteigen. Ah, jetzt habe ich genau gewusst, dass wir jetzt hier nicht einsteigen können. Na? Was? Karte, Regalia rufen. Kostenpflichtig. Was? Na komm, wir machen das jetzt so. Können wir die anvisieren? Hier räume ich auf. Also dann. Hier, bitte! Beschwörung, warum Beschwörung? Machen wir einfach mal. Ja. Schlag. Bam. Geile Sache. Sieht das krass aus. Sehr nice. Okay, jetzt können wir aber hoffentlich fahren hier. So, steigen wir bitte ein. Genau. Automatisches Fahren zum Aufgabenziel. Imperiale. Genau, da fahren wir jetzt hin. 4 Minuten Fahrzeit, Leute. Ja! Auf geht's! Alter, will er mich verarschen? Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Mei, was ist denn das? Imperiale Truppen. Geht vorsichtig vor. Stört mir ja nicht. Das ist aber Ruhe hier. So, bitte auf die Karte einmal. Wo ist jetzt unser... Da ist unsere Quest. Da müssen wir hin. Wir fahren aber dann gleich zu der Ortschaft. Gehen wir! Ja. Oh, einsteigen. So, automatisches Fahren. Einmal bitte hierher. Zur Ortschaft. Altlistallum. Ja, wir reisen direkt hin. Dann können wir uns die Fahrzeit ersparen. So haben wir nur den Ladevorgang, den Ladescreen. Game over. Das Spiel endet, wenn Noctis LP Maximum 0 erreicht. Du kannst das Spiel dann vom letzten Speicherpunkt fortsetzen. Ja, das Game Over haben wir ja schon öfters mal gesehen in dem Spiel. Leider.
So. Fertig geladen. Hoffe ich mal jetzt. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? So, wir tanken noch einmal. So, okay. Wollen wir nochmal übernachten? Obwohl, normalerweise brauchen wir das nicht. Einsteigen. Automatisches Fahren. Zum Aufgabenziel. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ein Kilometer, dann müssten wir ja gleich da sein. Das wäre dann auch die letzte Station für die Fotos. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Alles klar. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier richtig sind. Dass wir auch da hochkommen. Noct, ich höre Magitech-Motoren. Ey, so auf der Brücke oben drauf. Wenn wir gar nicht hochkommen. Wenn wir schon mal hier irgendwo hochkommen. Hier geht's auch nicht hoch. Nee. Dann müssen wir irgendwo anders hoch. Nochmal die Schokobos. Also dann? Bis dann! Hier geht's, okay. Nein, sag. Nein, der ist so doof. Prompt ist so. Meine Fräse. Hier wäre nicht schlecht. Bis bald, Kleiner. So, jetzt kommen wieder Gegner. So, gehen wir zurück. So, komm her. Komm her. Komm her. Los, Kleiner.
Wir hauen ab hier. Hinterpro, dass wir nicht ins Auto steigen können. So. Einsteigen bitte. Automatisches Fahren. Wir müssen normalerweise... nee, nach Lestalum. Hier oben müssen wir eigentlich hin. Oder? Ne, wo steht denn ihr jetzt? Steht ihr irgendwo anders? Ich muss mal auf die Karte schauen. Aufgaben? Fotoshooting am Berg. Ne. Er ist doch in das Talum, oder? Automatisches Fahren auf Karte. Genau, er ist in das Talum. So, hier bitte einmal. Hier, gehst du da? Ja, bitte einmal direkt hinreisen. Dann holen wir uns unsere 20.000 Gil ab. Geile Sache. Erfahrungspunkte. Jeder besiegte Gegner und jede erfüllte Aufgabe bringt den Gefährten Erfahrungspunkte, EP, ein. Erfahrungspunkte werden aber erst angerechnet, wenn die Gruppe übernachtet. Vorher ist ein Stufenaufstieg nicht möglich. Das haben wir ja gewusst, dass das da nicht möglich ist. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo der Ladebalken ist. Normalerweise habe ich einen Ladebalken, aber in diesem Fall anscheinend nicht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Ja, machen wir. Aber jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Da seid ihr ja! Ein Glück ist euch nichts passiert. Ja, das Foto haben wir auch. Okay, speichern. Das war's nicht, oder? Speichern. Speichern. Ja, komm, wir speichern das auch mal. Wurdet ihr etwa angegriffen? Sie hatten keine Chance. Die vier Muskeltiere, was? Ich bin mittlerweile ein großer Fan von euch geworden. Mein Konzern kämpft jetzt auch gegen das Imperium. Wir Könige holen uns Luzis zurück von ihnen, nicht wahr? Ja, danke. Hier, das ist meine letzte Spende für euren Feldzug. Ich hoffe inständig, dass ihr weit damit kommt. Gebt nicht letzte auf. Spende, okay. Dann gibt's bei ihm nichts mehr. Doch eine Aufgabe. Ach, Prinz Noctis. Ich spare mir einfach mal die langen Vorreden und komme gleich zum Punkt. Schon mal was von Geisterfotos gehört? Schreibst du jetzt schon Esoterisches? Nein, nein, sowas doch nicht. Es ist was ganz Seriöses. Das berühmte Gemälde Lakshmi, der akkordische Nationalschatz, soll von einem bösen Geist besessen sein. Einem Geist? Unglaublich, nicht wahr? Aber... ich wittere eine brandheiße Sensation hinter diesem Gerücht. Sollten du und deine Freunde nach Altissia gehen, dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist für mich zu machen, ja? Okay. Da muss ich ja fast mal... Boah, geil. Geht 25.000.
Stufe 30. So, wo ist es auf der Karte? Altissia. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Kann das sein? Nee, ich sehe es jetzt hier nicht. Okay. Damit würde ich aber sagen, machen wir jetzt einen Cut an dieser Stelle und schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Nebenquests machen, dass ich im Level noch ein bisschen hochkomme, dass wir dann auch den Ravus irgendwann mal anpacken können. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr Lust und Laune habt, Leute. Mir ist alles recht. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.